So, also wir sollen jetzt dahin. Und es gibt Arbeit. Ich hoffe mal. Ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt, wo mich nicht mehr jeder töten will, sollte es einfacher sein, die Insel zu bereisen. Richtig. So sehe ich das auch. Ups. Ja, oh, ich darf dich nur nicht, glaube ich, anrempeln. Das sind zu viele. Ist das denn die Möglichkeit? Hätte nicht gedacht, dass sie so dumm sein würde. Tja, na komm. Wie schwer kann es sein, mit einem Handelsschiff nach Thera und zurück zu segeln? Xenia hätte den Miltos echt gebrauchen können. Die Drachmen wären eine gute Unterstützung im Kampf gegen. Können wir dir irgendwie helfen? Ja, ihr sprach gerade von einer Lieferung. Wir sprachen von rein gar nichts. Nichts, was dich irgendwas angehen würde. Ich bin vernarrt in gute Geschichten, insbesondere wenn sie in einem Unglück enden. So wie die mit Gotarsis jedes Mal. Er ist der mieseste Schiffsführer von Chaos. Ich muss dieses Schiff finden. Tja, ich helfe dir gern dabei. Dann hast du endlich eine Geschichte für uns. Was ist Miltos überhaupt? Miltos ist fast so wertvoll wie Gold. Diese Athener wollen alles für sich selbst behalten. Diese raffgierigen Malakes. Wisst ihr, wo ich dieses Schiff finden kann? Könnte überall sein, wie ich Gotarsis kenne. Hab gehört, dass die Lieferung in der Nähe der Insel Estrus abgefangen werden sollte. Südlich von Chaos. Wer ist der Schiffsführer, von dem ihr da redet? Gotarsis. Sei froh, dass du es nicht weißt. Der Parthenon würde eher über Wasser bleiben als er. Moin. Ja. Ich weiß, was zu tun ist. Okay. Wenn du die Miltos-Ladung findest, komm zu uns zurück und teil die Beute mit uns. Natürlich, meine Freunde. Malakes. Malakes. Nur diese Miltos-Lieferung finden könnte. Xenia und ihre Leute haben hier alles zerstört. So, wir sollen irgendwo irgendwas hier mit Lestris, hat er erzählt. Hier unten. Ein untergegangener minoischer Palast. Schatz plündern. Eieiei. Ach, da ist auch irgendwas. Unterwasserkaverne. Was ist eine Unterwasserkaverne? So, wir machen mal hier eine Schnellreise, weil wir sollen ja irgendwie aufs Schiff und da hinten raus. Na, wie geht's? Ich hoffe doch gut, wie immer. Obwohl bei den Temperaturen, Alter, ist das ja hier, ne? So. Bereit, Segel zu setzen! Ja, das ist... Mir geht's gut. Ja, das ist doch gut. So, was haben wir hier? Eine 26er und auch eine 26er. Und wir sollen irgendwo da nach Süden. Irgendwo hier lang, hat er mir erzählt. Windig? Alter, ich wäre froh, wenn ich Wind hätte. Das Schiff liegt gegen Sephiroth und Paros. Südlich von Chaos, Sephiroth und Paros. Warte mal, gut. Ich muss jetzt echt mal auf die, hier auf die... Paros habe ich. Wo liegt zwischen Sephiroth und hier? Also muss das irgendwo hier liegen, das Schiff. Da ist Lestris. Das habe ich ja schon gefunden hier, ne? Ja, genau, Lestris. Das Schiff liegen und da muss das hier irgendwo sein. Okay. Das ist ja geil. Ja, hier ist nichts mit Wind. Ich hoffe mal, der Sound ist für dich okay. Ja, nix mir im Popo. Die werden uns nicht treffen. Weil dafür müssten sie uns erstmal alle verfolgen. Und das tun sie nämlich nicht. So, und irgendwo hier zwischen. Irgendwo hier muss die Chose liegen.
Nicht verfügbar? So. Ach, da ist er. Der ist da echt. Ich habe gedacht, das ist da nicht. Okay. Also müssen wir dahin. Ja. Rechts ein Olivenholz. Da ist das Schiffswrack. Und da ist die Ladung. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, nee, ich habe mir doch die Klagenhöhle. Jetzt hier so ein... Hallo? Das ist sehr gut. Hier so ein Soundding geholt. Hier DBX 286S. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Oh, oh. Das ist ein Erkundungsgebiet. Warum ist das ein Erkundungsgebiet? Was soll denn jetzt hier passieren, Alter? Miltos. Ach so. Deswegen. Okay. Du bist Schiffsführer. Du bist schuld, dass wir gesunken sind. Habe ich gerade echt ein paar Knochen durchsucht? Ich habe gerade ein paar Knochen durchsucht. Uiuiuiui. So. Ich durch. Ja, komm, du darfst auch nicht. Pass mal auf, wie war das? Hauen wir mal erstmal ab. Oh. Sind die alle weg, oder was? Habe ich gesoffen oder was? Alter! Keine Ahnung. Den kann ich irgendwie nicht platt machen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wo
Warum ich den da gerade nicht? Ein verlorener Schlüssel. Okay. Warum ich gerade den? Warum geht der Typ nicht so? Warum kann ich den Typen da nicht platt machen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum kann ich den Typen gar nicht? Dauer bis auf ein Jahr. Aber warum kann ich den Typen gerade nicht hier platt machen? Alter. Da. Ich habe gedacht, dass ich da auf der Insel noch irgendwas machen muss. Aber scheinbar nicht. Da die letzte Truhe oder was? Ja. Ich mach die Typen da platt und hätte das alles gar nicht gebraucht. Eieieiei, peinlich. Luft, 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 Luft. Wir haben es gerade so geschafft. Wo ist unser Boot? Hier ist unser Boot. Aber mir fällt gerade irgendwie verschollen und gerettet. Piratennest. Achso, die kann man irgendwie wieder helfen, oder was? Ne, das will ich ja nicht. Ich helfe denen doch nicht. Genau. Brauchst du Licht? Ne, ich brauche kein Licht. Ich hätte ja Bock, irgendwie auch ein bisschen was zu machen, aber guck dir mal, wie viel da rumfahren, Alter. Da kommen die alle gleich wieder aufeinander. So. Das ist eine Piratendiere. Die hätten alle beide Holz. Was ist denn das da für eine Bude? Ist auch eine Piratenbude? Schwere spartanische, ne. Sollte man hier vorne? Oh oh. Oh oh, ich glaube, ich werde gleich sterben. Die Bude ist platt. Das kam. So. Gegen den Wind. Sauber. Und jetzt abhauen. Weil das ist hier irgendwie so ein schweres Ding. Das sieht man. Die sind nicht so leicht zu Fuß wie ich gerade. Ach ja, ich sag's dir.
Ja, wir sind gerade echt gegen den Wind. Können wir abhauen? Scheinbar. So. Supi, wir haben es geschafft. Gut. Ich muss echt mal, glaube ich, hier gleich dieses, das Problem ist, ich brauche eigentlich Holz für die Waffen, für die Bogen, aber ich brauche eigentlich auch, hier. Da. Ey. Feuerschaden. Wir müssen hier echt mal was tun. Ja, Holz. Hier, guck mal, was hier an Holz fehlt, Alter. Ausdauer. Nee, ich muss hier Bambule machen. Rumpf, 240. Ah, da habe ich genug von, aber 400 Holz. 400 Holz. Wollt ihr mich verhohnepiepeln, Alter? Eieiei. So, ich soll ja mich bei den beiden Vögeln hier melden. Haben wir hier? Da habe ich. Guck mal, deswegen habe ich das freigeschaltet. Ey, ich soll mich bei den Typen da melden. Na gut, machen wir das. Mal wieder. Ja, und komm. Die tun uns ja heute nichts mehr. Ha. So, bin ich mal gespannt. Wir sollen da ja Kohle kriegen, ne? Ich brauche aber Holz. Ich brauche jede Menge Holz. Wo sind denn eigentlich die beiden Typen hier? Wo sind denn die hin? Hallo? Insel ist unglückt. Bezahlt 10er Drachmen. Naja, kann ich nicht. Doof voller Drachmen. Ich habe doch die Dings gerade irgendwie fertiggestellt. Nein. Nee. Nee, lass mal. Meine Pläne. Du klingst bedrückt. Ich versuche, einen großen Schatz für Xenia zu stehlen, um ihren Sieg über Chaos zu feiern. Aber die Wegbeschreibung wurde gestohlen. Und ich schätze, du suchst jemanden, der sie zurückspielt. Schön wär's, doch sie wurde vom Anführer von Kuressia gestohlen, den Xenia aus der Stadt verbannt hat. Nun herrscht Waffenstillstand und kein Pirat würde den brechen. Zu deinem Glück bin ich kein Pirat. Ja. Willst du sagen, du hilfst mir? Es springt auch was für dich dabei heraus, wenn du es tust. Ich könnte dir deine Wegbeschreibung besorgen. Endlich hat mich Poseidon auch mal mit Glück gesegnet. Mhm. Also, wo muss ich hin? Zur anderen Seite der Insel. Du findest die Tafel im Haus des Anführers. Sobald du sie hast, bringst du sie zum nahen Dorf Poisa und übergibst sie meinem Geschäftspartner. Du sagtest, das Haus des Anführers ist bei Poisa? Ja, im südlichen Teil des Dorfes. Wo ist Poisa? Es ist an der Ostküste der Insel Chaos. Ostküste. Keine Sorge, ich hol dir, was du brauchst. Xenia wird begeistert sein. Ich werde auf dich warten. Ja, dann mach das mal. Wir sind keine Diebe. So. Obelia sagt ja, die Karte wird im Haus des Anführers von Chaos. Das Haus des Anführers liegt in Poesa. Das Dorf liegt im Nordosten des Löwenhügels. Nordosten, das heißt... Hier, Haus des Anführers. Da müssen wir hin. Warum habe ich das erwartet? Warum habe ich das erwartet? Aber nee, Skyrim ist nichts für mich. Ich bin eigentlich auch schon nicht so ein wirklich großer Fan von Odyssey oder Origins, weil du hast so viel zu tun. Weißt du? Ich weiß nicht. Also das ist mir eigentlich too much. Siehst ja, wie viele Stunden ich eigentlich schon Intus habe ich in dem Game und wie viel Level ich bin, ne? Und andere haben hier... Wenn es eine Karte gibt, dann hier drin. Ja, sehr schön.
Alter. Irgendwie ist interessant, dass mein Spiel ein bisschen ruckeln tut. Das merkt man jetzt gerade vor allen Dingen. Und das bei eigentlich, da habe ich nichts gemacht. Das ist mal wieder geil, ne? Man macht nichts am Rechner und plötzlich fängt das Ding hier, ey, ich habe Probleme. Ja, komm, du das so lang. So, ich will den gar nicht ausknüppeln, sondern das... Ja, das ist eine... Eine sehr gute Idee. Ich brauche ja nur dieses Teil da. Geh doch da rein, Mensch. Das muss sein, wonach sie sucht. Oh Gott. Das ist echt interessant, warum das in dem, vor allem in den Bereichen, ne? An der Mauer. Also das ist, wo du jetzt sagen würdest, ey, eigentlich nicht.